Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das nochmal erleben darf. Aber es ist tatsächlich soweit. Ende 2020 ist in Battlefield 3 tatsächlich mehr los als seit wirklich sehr, sehr, sehr langer Zeit. Und warum gibt's das? Oder beziehungsweise woran liegt das? Ja, das Ganze gibt's gerade kostenlos auf Amazon Twitch Prime. Also sprich, wenn man einen Twitch-Account hat, Amazon Prime, kannst du das Ganze kostenlos runterladen. Man braucht immer noch Origin, aber gut, ich meine, ich glaube, da haben wir uns ja mittlerweile alle davon verabschiedet, dass man irgendwann mal ein Battlefield wieder ohne Origin starten kann. Aber dementsprechend ist das Game gerade voll mit Level 1ern und Level 2ern und im Prinzip könnte man fast so weit gehen und zu sagen, das Game ist voll mit Weihnachtsnoobs. Ja, tatsächlich, im Jahr 2020 gibt es in Battlefield 3 wieder Weihnachtsnoobs. Ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten. Es gibt aber auch ein bisschen härtere Runden zwischendurch. Ja, beispielsweise den Ausschnitt, den ihr gerade im Hintergrund seht, da waren ein paar richtig gute Spieler dabei. Und das war auch schon ein bisschen schwieriger. Aber im Durchschnitt macht das wirklich unglaublich viel Bock. Ich habe jetzt Battlefield 3 zweimal gestreamt und ich muss sagen, das Spiel macht halt immer noch komplett ohne Unlocks, ohne alles, einfach vom Gameplay her extrem Bock. Und mich hat letztens einer auf Twitter gefragt, was denn so meine Lieblings-Battlefield-Teile sind. Und da habe ich halt geantwortet, ja gut, zu den alten kann ich nicht so viel sagen, aber im Prinzip Battlefield 3, Battlefield 4, Bad Company 1, Bad Company 2 fand ich schon sehr nice. Und ja, so ab Battlefield 1 habe ich so ein bisschen den Bezug dazu verloren. Deshalb, wenn ihr diesem Spiel irgendwas abgewinnen könnt, dann guckt jetzt mal wieder rein. Also jetzt ist wirklich die beste Zeit des Jahres dafür. Und wahrscheinlich ist das jetzt auch die beste Zeit, die nächsten paar Jahre über, die es für Battlefield 3 gibt, da nochmal reinzugucken. Die Runden machen immer noch extrem viel Bock, genauso viel Bock, wie als das Game rausgekommen ist. Und wie gesagt, was mich an Battlefield 3 halt nach wie vor immer noch beeindruckt ist, wie fesselnd das Gameplay ist. Und vor allem, wie viele Sachen man sich merkt, ne? Ich habe jetzt ewig nicht gespielt. Ich kenne immer noch die Posi auf Sandcrossing, die Posis auf Dämmerwand Peak, alle möglichen Sachen. Das vergisst du einfach nicht. Ja, so ein bisschen eingerostet bin ich an vielen Stellen schon, das merke ich noch. Aber ansonsten ist es, wie sich das Game einem ins Hirn gebrannt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Spiele, die ihr wirklich lange gegrindet habt. Da könnt ihr auch 3 Jahre später, 4 Jahre, 5 Jahre später reingucken und ihr werdet feststellen, ihr macht manche Sachen komplett automatisch. Automatisch so, wie was, wie alle 2 Meter springen. Ja klar, es ist Battlefield 3, da wird alle 2 Meter gesprungen und solche Sachen. Auch wenn ich irgendwie in alte MMOs mal wieder reingucke, ich mache Sachen einfach total automatisch, weil ich weiß, ey, der Knopf macht das, das macht das, hier bei dem Gegner musst du das machen. Das sind einfach so Sachen, die haben sich so komplett eingeprangt. Ja, aber was ich sagen will, das Spiel macht immer noch Bock und was mich halt wirklich beeindruckt an dem Spiel ist, dass das Gameplay 2020 finde ich immer noch wunderbar standhält. Es gibt wenige Spiele, die an Battlefield 3, Battlefield 4 so an dieses Gameplay rankommen, auch von dem, wie dynamisch das Spiel ist. Da passieren einfach permanent ungeskriptet, und das ist ja das Tolle daran, ungeskriptet geile Sachen. Das ist das, was uns die EA-Marketing-Abteilung als Only in Battlefield Moments verkaufen will. Allerdings, man muss auch ehrlich sagen, sobald die angefangen haben, diese Sachen anzupreisen und das Game extra darauf aufzubauen, das hat also ein bisschen mit Battlefield 4 angefangen, so mit Levolution und oh, man hat jetzt garantiert jede Runde mindestens ein geiles Ereignis und sowas. Ab da ging das Ganze auch ein bisschen bergab. Das Geile an Battlefield war, dass es ein bisschen mehr Richtung Sandbox ging und einfach random geile Dinger passiert sind. Das ist zumindest das, was für mich, dass die ganze Battlefield, Experience oder Erfahrung, wie sie heutzutage sagen, ausgemacht hat. Ja, übrigens stellt euch mal vor, wie geil wäre das gewesen, wenn die aus Battlefield 3 ein Service-Game gemacht hätten. Ich meine, das Problem an aktuellen Service-Games ist ja so ein bisschen, guckt euch das an, wie es mit Battlefield 5 gelaufen ist, guckt euch das an, wie es mit Anthem gelaufen ist, Fallout 76 und hast du nicht gesehen, Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt ja ein paar Sachen, MMOs laufen immer noch gut, so Sachen wie Warframe kommen wohl auch ganz gut an, aber das Problem an vielen aktuellen Service-Games ist ja irgendwie, dass die Basis einfach sackt, ja, und Battlefield 3 hatte halt nur mal eine absolute nice Poggers-Basis, ja, extrem geiles Game schon zu Release ab. Klar, das Game hat ein paar Bugs, aber da konnte ich so gut wie bei keinem anderen Game drüber wegsehen. Ich habe damals auch geflamed, so nach dem Motto, DICE fixt euer scheiß Game. Aber letztendlich habe ich es gerne gespielt und ich habe, wie gesagt, bei kaum einem Game so gerne über Bugs weggeguckt, wie es letztendlich bei Battlefield 3 ist. Und stellt euch mal vor,
das Spiel hätte es als Service-Game gegeben. 4 Jahre Battlefield 3 Support. Da haben sie ein bisschen probiert mit Premium und den ganzen DLC-Geschichten. Aber so ein richtig nices, so wie sie sich mit Battlefield 5 im Endeffekt vorgestellt haben. Und das wäre geil gewesen, oder? Man hätte Battlefield 3 gehabt und hätte Battlefield 3 quasi so über die Jahre hinweg mit Content versorgt, so ein bisschen in Richtung Battlefield 4 dann entwickelt. Da hätte man Battlefield 4 auch nicht so sehr übers Knie brechen müssen. Das wäre geil gewesen, weil bis zum letzten Tag Battlefield 3 oder quasi bis Battlefield 4 Release habe ich in meiner Freundesliste überall, es waren massig Leute on, die das Game gespielt haben. Kaum kam Battlefield 4 raus, klar sind die Leute rübergewechselt zu Battlefield 4, aber da war nach ein paar Monaten tote Hose. Zumindest bei weitem nicht so viel Hype und nicht so viel los wie in Battlefield 3. Aber nichtsdestotrotz, Battlefield 4 ist trotzdem, auch jetzt nach der ganzen Weiterentwicklung, finde ich auch trotzdem ein super Game. Und viele bevorzugen das auch verständlicherweise gegenüber Battlefield 3. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie die Kurve kriegen bei Battlefield 6. Und das Wichtigste ist, denke ich, dass die Basis stimmt. Mir ist das Setting fast egal, muss ich euch ehrlich sagen. Ich meine, ich fände es cool, wenn es ein Modern Warfare Setting irgendwo wäre. Aber Setting ist mir fast egal. Ich hoffe einfach, es gibt wieder richtig coole, dynamische Battlefield-Runden. Und das Wichtigste persönlich ja für mich, oder eines der wichtigsten Sachen, es braucht einen guten Rush-Modus. Ohne guten Rush-Modus macht mir Battlefield keinen Bock. Rush ist für mich mein absoluter Lieblingsmodus und deswegen mag ich wahrscheinlich auch Bad Company 2, Bad Company 1 und Battlefield 3 mit am liebsten. Rush in Battlefield 4 war, ja, es war vorhanden, es war auch gut. Ich meine, es war besser als in den Teilen danach, sofern es das überhaupt gegeben hat. Aber so der Wahnsinn war es in Battlefield 4 nicht. Übrigens, wer jetzt mit Battlefield 3 nochmal ein bisschen sich das Ganze anguckt, vielleicht ist es auch, aber nur vielleicht, ja, ist es vielleicht auch ganz gute Vorbereitung für Venice Unleashed. Das ist ein Mod für Battlefield 3, oder besser gesagt einen Mod-Pack, wo man Custom-Mods erstellen kann mit Custom-Scripts, Custom-Battlefield 3-Server. Man kann zum Beispiel den Blaufilter wegmachen und ich glaube, man kann auch so Art Killstreaks bauen und sowas. Also im Prinzip einen Modding-Pack mit eigenen Servern, was angeblich Ende des Jahres rauskommt. Und ich bin wirklich mal gespannt, also erstens, ob es rauskommt und wie gut das Ganze ankommt. Vielleicht haben wir ja Glück und das könnte ein bisschen dazu führen, Battlefield 3 ein bisschen zu beleben. Ich meine, man darf nicht vergessen, das wäre nicht der erste Mod, der einschlägt. Guckt euch Counter-Strike an, guckt euch DayZ an oder sonstige Geschichten. Oder DayZ spricht man es ja, glaube ich, aus. Alles letztendlich Mods, die recht huge geworden sind. Aber man muss aber auch sagen, das waren auch Basic Games, die sich gut, also das Basisspiel hat sich gut modden lassen. Das ist ja bei Battlefield 3 nicht so. Das heißt, mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ich habe euch, wenn es interessiert, ich habe euch unten mal verlinkt. Es gibt noch nicht viel zu sehen. Es gibt nur das Announcement, dass das Ganze Ende des Jahres rauskommt. Mal schauen, wie das Ganze läuft. Ich bin mal echt gespannt, ob da was Gescheites bei rauskommt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, ich freue mich immer, wenn ich neue Leute erreiche. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ruhig ja gerne mal den Abo-Button drücken. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.